Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer. Ich bin hier auf der SMT in Nürnberg. Ich begrüße heute Herrn Reusch von der Firma Multicomponents. Guten Tag. Und Herrn Bauer von ASM. Guten Tag und vielen Dank, dass Sie heute mit uns reden. Ein großes Thema bei EMS und bei Kunden ist immer diese Konstante, dieses Uptime, die Konstanz Uptime. Ein Thema, was dabei oft ignoriert wird oder unter den Teppich geschoben wird, ist dieses Maintenance, also die Instandhaltung. Ist ein sehr wichtiges Thema. Und da gibt es natürlich aus Sicht der Kunden gewisse Anfordernisse und auch aus Sicht der Maschinenhersteller gewisse Anfordernisse. Fangen wir erstmal bei Ihnen an, als Full-Service- oder Maschinenanbieter an den Kunden. Wie gehen Sie mit diesem Thema um, mit Ihren Kunden? Ja, es ist für uns eine besondere Herausforderung, weil wir eine sehr breite Produktpalette haben. Das geht bei uns von der Druckmaschine bis zum Ende Inspektionssysteme. Das heißt, wir haben die Herausforderung, dass unser technisches Personal natürlich eine sehr breite Maschinenpalette betreuen muss. Deswegen schulen wir also unsere Technikleute bei den einzelnen Herstellern. Und über die Jahre haben wir einen technischen Stamm, die also schon jahrelang in unserem Unternehmen arbeiten und von daher viel Erfahrung mitbringen. Und wir versuchen den eigentlichen Störfall dadurch zu vermeiden, dass wir eben versuchen, dem Kunden zu erklären, dass für ein technisches Produkt auch Unterhalt und Service notwendig ist. Und das tun wir dadurch, dass wir dem Kunden eben die Wahl lassen, ob er zum Beispiel also auch einen Servicevertrag abschließen will, wo routinemäßig prophylaktisch Maßnahmen getroffen werden, dass der eigentliche Störfall gar nicht eintritt. Und der Kunde entscheidet letzten Endes über das Paket. Das kann inklusive 24-Stunden-Service, telefonische Hotline und so weiter sein. Das ist letzten Endes dann auch eine Frage des Produktspektrums oder der Produktphilosophie und der ganzen Produktionsumgebung des Kunden. Wie sieht es da mit der Planung aus für diesen Störfall oder für die Prävention von Störfällen bei Ihnen? Also erstmal wichtig ist das Wort präventiv. Ja. Ich glaube, da sind wir beide sehr eng zusammen, ja. Dass wichtig ist, präventiv die Wartung zu machen und nicht warten, bis die Maschine steht. Das muss man natürlich sauber planen. Aber um es auch sauber planen zu können, haben natürlich wir auch als Hersteller eine Verantwortung. Die Verantwortung ist, ich sag mal, so in Häppchen aufzubereiten, dass der Kunde auch verdauen kann. Und in Häppchen aufbereiten, dass der Kunde verdauen hat, hat für mich zwei Dimensionen. Der eine ist die Dimension Zeit, dass man schaut, dass man kleine modulare Pakete zusammenbaut, die der Kunde auch flexibel miteinander kombinieren kann. Und das zweite ist das Thema Ausbildungsgrad, dass man auch versucht, die Maßnahmen so zu skalieren, dass eben die schwierigen Maßnahmen in einem Block zusammengefasst werden, den man dann auch trainieren kann, wo man auch die entsprechenden Werkzeuge zur Verfügung stellt und einfache Arbeiten durch Piktogramme, durch Bilder auch so darstellt, dass sie eigentlich relativ einfach an der Maschine zu machen sind. So unterstützen wir unsere Kunden. Was wir natürlich noch dazu machen, ist, dass wir auch den Kunden Möglichkeiten geben, zu skalieren, so wie Sie es beschrieben haben. Ein Kunde, der mit Wartung nichts zu tun haben will, kann von uns einen Wartungsvertrag bekommen, wo im Prinzip unsere Leute die Wartung und die präventiven Aufgaben übernehmen. Wir bieten aber auch dem Kunden Leihpakete an, wo er von uns Werkzeuge leihen kann, um die Wartung zu machen, oder er kann sie kaufen. Also es gibt einen breiten Range, wie der Kunde im Prinzip mit Wartung umgehen kann. Also ein sehr gutes modulares System, was zu jedem Kunden passen kann, und er kann sich dann aussuchen, zu welchem Level er diese Wartungsgeschichten haben möchte von ASM. Gibt es da Unterschiede bei Ihren Kunden oder zum Beispiel, ich nehme an, Ihre Kunden sind hauptsächlich mittelständige Kunden. Das ist richtig, ja. Vielleicht haben Sie ein bisschen Erfahrung von jetzt einem Großkunden. Würden Sie sagen, dass es da Unterschiede gibt in dem, was Sie an Maintenance oder Instandhaltung brauchen? Ich denke schon. Das liegt allein daran, auch welches Personal der Kunde zur Verfügung hat. Ich denke, ein großes Unternehmen, ein großer EMS-Manufacturer hat mit Sicherheit gut geschulte Leute an den Maschinen stehen. Bei einer großen Anzahl unserer Kunden ist es so, dass eben aus Kostengründen auch Personal
die Systeme bedienen muss, die nicht unbedingt jetzt einen tiefen technischen Hintergrund haben. Von daher ist eigentlich der Service und die Präsenz auch für unser technisches Personal vor Ort sehr wichtig. Das ist ein anderer Grund mit, weswegen wir Serviceverträge anbieten. Das gibt uns die Möglichkeit, den Zustand der Maschinen beim Kunden zu sehen und eben den Kunden dann darauf hinzuweisen, dass da in Bälde irgendwas passieren kann. Also das ist auch ein Grund, weswegen wir diese prophylaktische Service anbieten. Ich möchte auch noch eines sagen. Wir sind ja ein Distributor, das heißt also, wir produzieren ja die Systeme, die wir anbieten, nicht selbst, sondern wir arbeiten mit Partnern weltweit zusammen. Und da gibt es auf dem Markt immer so ein bisschen die Meinung, die Distributoren, die wollen nur verkaufen und was hinterher kommt, der sogenannte After-Sale-Service ist weniger wichtig. Das ist bei uns also völlig anders. Unser Personal ist sehr stark technisch orientiert. Zwei Drittel unserer Leute sind Techniker, die also eben für diese Aufgaben, die wir jetzt diskutieren, verantwortlich sind. Mhm. Ja. Und da sind Sie natürlich als direkter Ansprechpartner für Ihre Kunden. Da aber brauchen gleichzeitig auch noch den Support von den einzelnen Maschinenherstellern. Also Sie sind sozusagen ein Schnittpunkt. Eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, wir sind eigentlich voll verantwortlich. Mhm. Wir machen ja das gesamte Spektrum vom Marketing bis zum Ende, bis zum Service. Einziger Unterschied ist, dass wir die Maschinen nicht selbst herstellen. Mhm. Und wie gesagt, wir haben mittlerweile so viel Erfahrung, dass wir also die Unterstützung des Herstellers nur in Sonderfällen brauchen. Mhm. Und dazu haben wir, abhängig welcher unser Partner das jetzt ist, auch in Europa dann noch ein technisches Support-Center oder ein zentrales Ersatzteillager, falls die Ersatzteile, die bei den Distributoren am Lager sind, nicht ausreichen sollten. Und da sind wir gerade mit Samsung Techwin dabei, ein europäisches Service-Center aufzubauen, das also als Backup dann in dem Fall dient, wenn tatsächlich mal das Wissen der Leute vor Ort nicht ausreichen sollte. Aber das ist ein äußerst seltener Fall. Mhm. Wobei im ersten Fall natürlich Ihre Leute dann durch den Maschinenhersteller geschult werden müssen. Sicher, ja, ja. Was für Support bieten Sie als ASM dann solchen Kunden? Generell haben wir, ich denke, gleiche Infrastruktur. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir den direkten Durchgriff bis zur Entwicklung haben. Da tun wir uns vielleicht manchmal leichter, als wenn wir den Zwischenschritt zwischen einem Distributor und dem Gerätehersteller hat. Was für uns, sagen wir mal, vielleicht die Herausforderung ist, dass wir erstmal global aufgestellt sind. Und was Sie vorher gesagt haben mit den kleinen Kunden, ja. Muss ich sagen, ist auch Unterschied zwischen Kulturen. Also Sie finden in China zum Beispiel auch sehr große Kunden, wo die eine hohe Fluktuationsrate haben und dementsprechend ungeschultes Personal an den Linien haben. Und dementsprechend wir schon mit einem relativ spezifischen Ansatz, die installierte oder unsere installierte Servicebasis in den einzelnen Ländern aufgestellt sein muss. Mehr Training, weniger Training. Zweite ist natürlich auch die Distanzen. Wir haben also nicht nur ein Lager, wir haben mehr als 10 Lager in der Welt, um auch die schnelle Erreichbarkeit oder Zugänglichkeit zu Ersatzteilen sicherzustellen. Aber es geht natürlich über das hinaus. Das, was wir weiterhin anbieten, ist eben, oder unser Leitsatz ist, wir wollen die Kunden betreuen und bei den Kunden bleiben über den gesamten Lebenszyklus der Maschine. Und da gehört natürlich nicht mehr dazu, als zu sagen, ich habe eine Hotline oder ich habe einen Ersatzteildienst. Da gehört auch dazu Training, da gehört auch dazu ein gewisses Consulting, also dass man auch vorgeht und sagt, wie kannst du die Maschine optimieren, wie kannst du mehr aus der Maschine holen, wie kannst du dein Setup besser gestalten, wie kannst du den ganzen Produktwechsel besser gestalten. Solche Themen sind auch Kernthemen, die wir im Service den Kunden anbieten und vermitteln. Und das sind wahrscheinlich dann auch für Sie Entscheidungen, die Sie treffen, also dieses weltweite Netzwerk, der 24-Stunden-Support, 7 Tage die Woche bei Ihrer Maschinenauswahl? Bei unserer Maschinenauswahl, selbstverständlich. Und es ist also so, dass wir, wie Herr Bauer schon sagte, außer dem reinen Service dem Kunden natürlich auch bei der Präsenz vor Ort Hilfen geben, wie er vielleicht seinen Prozess optimieren kann, gerade bei den kleinen, mittleren Kunden gibt es ja sehr oft keine zentrale Research- oder Entwicklungsabteilung, die eine Technologie voranbringen.
Und ich denke, da haben wir die Möglichkeit, unsere Erfahrung mit einzubringen. Und vielleicht dadurch, dass wir die komplette Palette abdecken, kennen sich also unsere Techniker eigentlich nicht nur jetzt für die eine spezifische Maschine aus, sondern sie kennen also den Prozess sehr gut. Das heißt, wir sehen uns also auch als Prozessberater und Prozessconsultants. Mhm. Dazu gehören dann zum Beispiel auch die Verbrauchsmaterialien. Wenn ich jetzt an das Thema Lotpaste denke, da gehört dazu Drucken, da gehört dazu Reflow-Löten. Das sind Prozesse, die sehr eng zusammenhängen. Und dadurch, dass meine Mitarbeiter von diesen ganzen Themen was verstehen, kann man den Kunden natürlich auch umfassend beraten und nicht nur jetzt Störungen beseitigen oder Wartung machen. Und das sind, Sie haben jetzt angesprochen, Störungen, die während der Produktion passieren, aber dieses ganze Präventative macht man wahrscheinlich schon oder spricht man schon im Vorfeld im Verkaufsprozess an. Wie gehen Sie das an mit Ihren Kunden? Also das Thema Maintenance oder Instandhaltung kommt vielleicht schon im Verkaufsgespräch. Ganz sicher kommt es im Verkaufsgespräch. Wie kommt es ins Verkaufsgespräch? Einmal natürlich, indem wir dem Kunden auch einen Plan geben, zum Beispiel, dass wir sagen, es macht keinen Sinn, wenn die Maschine aufgestellt wird, sofort ein Maintenance-Training zu machen. In aller Regel macht man das dann 6 Monate später. Wenn das erste Mal eine große Wartung auftritt, dann kommt jemand vor Ort von uns und zeigt wirklich am lebenden Objekt, wie das Ganze gemacht wird. Es ist natürlich auch eine Frage beim Verkaufsgespräch, wie ist die gesamte Infrastruktur, also welche Reaktionszeiten können wir bieten, können wir Verträge bieten. Aber es ist auch insbesondere die Frage der Kunden, wie können wir dem Kunden helfen, nicht nur die Maschine zu installieren, sondern auch den ganzen Ramp-up, das ganze Hochfahren der Produkte schnell und reibungslos zu gestalten. Und all die Aspekte bündeln dann in ein, ich nenne es mal ein Gesamtpaket mit dem Kunden. Also der Kunde kauft ja bei uns in der Regel keine Maschine, sondern kauft Maschinen mit Software und mit Services zusammen. Und das Zusammenspiel von allen dreien ist eigentlich das, was dem Kunden dann das Optimum gibt. Mhm. Und gibt dem Kunden natürlich dann auch die Sicherheit, dass er etwas kauft, was nicht nur, hier ist die Maschine, jetzt ist sie installiert und jetzt hören sie nicht mehr von uns, sondern halt diese gesamte Sicherheit über die Lebensdauer von dem Produkt. Dann nochmal unser Slogan, wir lassen den Kunden nicht allein, wir wollen ihn begleiten. Ja, und ich glaube, das ist ein Slogan, der bei ASM sowie auch bei Ihnen ein passender Slogan ist. Das ist richtig, ja. Also vielen Dank, dass Sie heute mit uns diskutiert haben über dieses Thema. Gerne. Viel Erfolg weiterhin auf der Messe und nochmal vielen Dank. Vielen Dank, gerne.